Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Crusader Kings 3. Und wir haben ja beim letzten Mal Worms erobert, haben damit jetzt wieder drei unserer Domänen besetzt. Ich werde jetzt auch gleich einmal die Zeit starten, weil dadurch, dass wir gerade wieder mal einen Krieg geführt haben, muss ich natürlich jetzt unsere Armee erholen und wir sollten jetzt mal schleunigst hergehen und wieder einen Arzt einsetzen. Moment, was wollte ich denn jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Haben wir hier irgendwo... Ich hatte mir doch einen angelacht. Sechzehn ist gar nicht so schlecht. Aber wir sollten da die Freilassung verhandeln. Für 10 Gold und werden wir den guten Mann nämlich wieder auslösen. Das war nämlich eigentlich unser Arzt. Und der soll auch wieder unser Arzt werden. Genau. Dann werden wir noch mal einen Blick auf unsere Ritter werfen, die auch immer schlechter werden. Das ist alles gar nicht so gut. Jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen die Füße stillhalten. Wir könnten eventuell, das interessiert uns nicht, die Bande ändern. Schauen wir mal, ob wir hier was raus. Schlagen können. Das Feudalsteuern. Das sind 2,5%. Was machen wir denn da? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Und da haben wir die Kunigunde. Weil da ja der ich bin mir nicht so ganz sicher. Nee, gefällt mir das. Die sind immerhin mit uns verwandt, das lassen wir jetzt erstmal gut sein. Das mit den Titeln, da können wir aktuell, glaube ich, sowieso nicht großartig was machen, aber wir können jetzt hier versuchen, wieder Kontrolle in den Gemeinden zu erlangen, und das, glaube ich, sollte jetzt erst einmal das Wichtigste sein. Bis dahin können wir vielleicht auch abschätzen, was sich da bei unserem Bruder abzeichnet. Irgendwie hat er, glaube ich, eh schon so einen ganzen Haufen Argener. Wieso sterben sie alle weg? Das ist gar nicht so gut. Das schaut irgendwie so aus, als würde er verlieren.
Und das könnte für uns vielleicht gut sein. Das könnte allerdings auch ziemlich schlecht sein. Das weiß ich jetzt nicht. Allerdings bin ich auch zu schwach auf der Brust, als dass ich mich da jetzt hier groß einmischen könnte. Wie gesagt, ich muss mir jetzt erst einmal um meine eigenen Probleme kümmern. Und das ist zum einen warten, bis das hier wieder stark geworden ist. Und zum anderen sollten wir die Gemeindekontrolle wieder auf ein vernünftiges Maß bekommen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre dauern. Ich bin mir auch gar nicht so ganz sicher. Ach, da können wir jetzt gerade gar nichts dran ändern. Inwieweit wir das noch erleben werden, wir sind ja auch schon 50. Der Spielererbe ist der Berthold, der ist 24, der wäre aktuell also in einem guten Alter. Ist auch schon verheiratet und hat 2 Kinder. Also damit können wir, glaube ich, ganz gut leben. Womit ich nicht ganz so gut leben kann, ist die Tatsache, dass wir eben nicht wirklich die Größe an Reich hinterlassen können, die wir eigentlich uns vorgestellt haben. Konrad ist nicht beeinflusst, das ist mir aber eigentlich auch wurscht, weil der sowieso schon relativ gut dasteht. Interessanter wäre es da tatsächlich, eventuell andere Leute zu beeinflussen an unserem Hof oder so, die uns noch nicht ganz so wohlgesonnen sind. So wie einen unserer Ritter beispielsweise. Und wir werden jetzt noch ein bisschen abwarten und uns aber dann auf jeden Fall in der nächsten Folge drum kümmern, dass wir vielleicht den einen oder anderen noch verheiraten können, damit wir entsprechend noch Bündnisse oder ähnliches bekommen. Das wäre nämlich durchaus nützlich. Und da sind wir ja momentan nicht ganz so gut aufgestellt und deswegen sollten wir da mal schauen. Prinzessin Sophia von Bayern. Die kann doch eigentlich eh nichts. Warte mal, wieso habe ich denn da den eingestellt? Habe ich da auf das Falsche geachtet? Da müssen wir noch mal schauen, ob wir da nicht was Besseres finden. So wirklich nicht, gell? Haben wir noch eine unverheiratete Frau, die uns vielleicht einen vernünftigen Ratskanzler bescheren könnte? Die Magdalena. Das ist ja schon wieder unsere Tochter. Wir können die nicht schon wieder für irgendwelche Spielchen missbrauchen. Vor allen Dingen, weil die ja dann erst kommen, wenn die tatsächlich verheiratet sind. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier nicht was finden. Den Niklas zum Beispiel, der würde doch sich ganz gut machen bei uns am Hof. Und wenn der Niklas zustimmt, dann können wir da im Rat jemanden mit einem vernünftigen Wert einsetzen. Was zwar alles noch nicht ganz optimal ist, aber schon mal besser als nichts. So, wie lange wird denn das hier noch dauern? Das sieht aber noch nicht ganz so gut aus.
Der Konrad ist gleich in den nächsten Krieg verstrickt. Das ist für mich eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, solange der beschäftigt ist, geht er wenigstens uns nicht auf den Zeiger. Allerdings mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, was passiert, wenn der hier so seinen Einfluss komplett verliert. Aber wir müssen jetzt sowieso erst einmal. Der Oberhäuptling Fratislav, der geht mir ganz schön auf den Sack. Jetzt ist ja schon wieder vor der Haustür. Magdalena kam zu mir. Oh, wenn wir uns doch einmal drum kümmern, dann bleibt sie eigenwillig. Das ist ja jetzt gar nicht so schlecht. So, jetzt hat der Konrad. Achso, das ist ja der Cousin, gar nicht der Bruder. Jetzt hat er. Bin ich wieder im Bilde, aber das macht nichts, weil auch als Cousin ist er ein Idiot. Und da mit sowas verwandt zu sein, da ist man ja auch gestraft. Aber. Da unten sind wir auch noch. Wenn das alles eine Fläche wäre, dann glaube ich, wären wir wieder gut bestückt. Sind wir eigentlich hier noch. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Wir sind tatsächlich noch Ratsmarschall. Und jetzt werden wir uns einmal ein bisschen bei unserem Ritter einschleimen. Vielleicht, dass der ein bisschen bessere Meinung von uns hat. Da, mit dem Personal. Machen wir das ja hier selbst, ich glaube. Ja, 52% ist nicht viel. Da machen wir es lieber diplomatisch. Der erste Anlauf hat ja schon ganz gut geklappt, da müssen wir unser Glück jetzt nicht herausfordern. Und dann schauen wir mal, was da sonst noch so auf uns wartet. Diese Gemeindekontrolle, wo konnte ich das nochmal abrufen? Hier glaube ich, oh, 9 Jahre, puh. Das ist natürlich schon heftig. Und da bin ich einmal gespannt, ob ich das in Worms überhaupt noch erlebe, dass wir da Kontrolle gewinnen oder ob wir uns da vorher schon wieder um unseren nächsten Erben kümmern müssen. Aktuell weiß ich es noch nicht, aber ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Grundsätzlich haben wir ja schon mal gute 130 Jahre mit unserer Dynastie überlebt. Aber aktuell, glaube ich, ist die Lage mit diesem Fleckerlteppich an Grafschaften, die zu unserem Herzogtum gehören, nicht so wirklich befriedigend. Vor allem die beiden abgeschlagenen machen mir so ein bisschen Sorgen. Und außerdem würde ich auch gerne mehr selber regieren. Schön wäre halt, wenn man hier noch so den Brückenschlag machen könnte. Die Frage ist, ob wir jetzt hier Burgau noch was ausrichten könnten. Genau, die ist uns aber, puh, die ist ganz schön stark, das ist nichts.
Jetzt kümmert man uns aber erst einmal hier um die Hexerei. Blut, Verschmierung, dafür eine Worms, bla bla bla. Euphemia, da müssen wir mal schauen, was die Euphemia so kann. Die Euphemia ist nämlich ziemlich schlau. Und ich glaube, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, ob die uns jetzt hier gut oder schlecht gesonnen ist. Die Frage ist, ob man die als Hofarzt hier einsetzen können. Und noch schicker wäre, wenn wir jetzt da auch noch einen richtig krassen Ritter an. Oh, das wäre doch ein Träumchen. Da hätten wir jetzt nicht nur eine sensationelle Ärztin gewonnen, sondern haben uns gleichzeitig auch noch einen sensationellen Ritter an Land gezogen. Und in Düren haben wir einen Bluthundzwinger. Da schauen wir jetzt gleich mal noch, dass wir... Na, jetzt brauchen wir erst dann wieder ein bisschen mehr Geld. Deswegen bauen wir da noch die Felder aus. Und dann sieht das Ganze doch gleich schon wieder ein bisschen freundlicher aus. So, in Worms haben wir die Gehöfte gebaut. Da schauen wir jetzt auch noch mal rein. Da können wir aber aktuell nichts mehr machen. Da kann ich jetzt leider auch nicht beitreten, das heißt, das müssen wir auch ignorieren. Und wo wir hier gerade so schön den 1. September haben, würde ich sagen, wir machen an der Stelle jetzt mal Schluss und schauen dann, was uns in der nächsten Folge erwartet. Wahrscheinlich müssen wir noch eine oder zwei abwarten, dass wir hier noch mal ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen. Der Grundstein wäre jetzt hier schon gelegt, wenn es jetzt mal wenigstens eine Folge noch so bleibt, dass uns nicht schon wieder jemand ans Fell will und wir das vielleicht auch sogar noch überleben. Dann glaube ich, würde das Ganze schon wieder ein bisschen besser ausschauen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich sage an der Stelle wie immer danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.